Herr Molin, wie engagiert sich Healthcare Consulting? Healthcare Consulting ist bekannt für sein Produkt MyCare2X, eine Open-Source-Lösung im Gesundheitswesen, das wir in einigen Krankenhäusern hier in Deutschland einsetzen. Aber unser Hauptkundenkreis liegt in Malaysia und auf den Philippinen. Welche neuen Entwicklungen gibt es? Seit Anfang des Jahres gibt es neue Geräte auf dem Markt, die auf Sprache reagieren. Wir arbeiten mit diesen Geräten jetzt schon seit einem halben Jahr und haben eine neue Lösung geschaffen, die wir MCX Alexa nennen. An wen wendet sich diese Lösung? Diese Lösung ist für den Privathaushalt gedacht. Viele Familien leben weit auseinander, die Schwiegereltern, die Eltern in einer ganz anderen Stadt als die Kinder oder die Enkelkinder heutzutage. Da kommt es darauf an, dass man die Verbindung noch hält zueinander, insbesondere dann, wenn die Eltern älter werden und Unterstützung brauchen. Gibt es außer dieser häuslichen Pflege aus der Distanz weitere Anwendungsmöglichkeiten? Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch Pflegedienste in Deutschland, die dieses Produkt auch einsetzen können. Zum Beispiel eine Gemeindeschwester, die sich um 10, 20 Patienten in einem Kreis kümmert, kann über unser System die Daten dieser Patienten verwalten. Wir freuen uns jetzt einmal auf Ihre Demo. Ja, unser System basiert auf einem Portal, in dem die Pflegekraft oder die Kinder oder wer auch immer in einer Familie die Daten eingeben kann. Die Daten des Patienten, des zu Betreuenden und zum Beispiel die Medikamente, die genommen werden müssen, die nächsten Termine, die anstehen für diese zu betreuende Person. Und die betreuende Person selbst greift dann auf dieses Gerät zu und sagt: Alexa, starte meine Krankenakte. Willkommen bei der MyCare2X Krankenakte, ein Dienst von MCX Alexa. Sagen Sie Info, um weitere Informationen zu erhalten. Was kann ich für Sie tun? Geben Sie bitte eine Anweisung. Welche Medikamente muss ich nehmen? Hallo, es ist 14.31 Uhr, Mittagszeit. Nehmen Sie jetzt bitte Ramipril, 2,55 Milligramm. Alexa, ich benötige Hilfe. Alarm gesendet. Wie kann ich Ihnen helfen? Alexa, danke. Was kann ich noch für Sie tun? Geben Sie bitte eine Anweisung oder sagen Sie Ende zum Verlassen der Krankenakte. So, und durch diesen Alarm, der gesendet wurde, ist jetzt eine E-Mail versandt worden an eine bestimmte Personengruppe oder auch eine SMS versandt worden. Wo sehen Sie die Potenziale im Markt? Ja, das sind zunächst jetzt mal die Familien, die Angehörige betreuen wollen. Da stellen wir uns ein Abonnementmodell vor, wo für einen geringen Betrag pro Monat die Nutzung der Server im Hintergrund gewährleistet ist. Beziehungsweise wir wollen uns an Verbände wie Caritas oder Rotes Kreuz wenden, die eben hier für eine Lizenzsumme diese Lösung für ihr Unternehmen einsetzen können. Sehen Sie auch Chancen im Hinblick auf Pflegekassen und Krankenkassen? Ich kann mir vorstellen, dass das in der Zukunft kommen wird, ja. Aber wir müssen dort die Verhandlungen zwischen den Kassen und den Verbänden abwarten, um da für so moderne Sachen schon eine Lösung oder eine Vergütung zu finden.